Liebe Freunde, Chuzpe gehört zu den klassischen jüdischen Eigenschaften, frech zu sein. Aber so frech wie an Yom Kippur sind wir kaum. Wir befinden uns in den Tagen der Tschuva und stehen kurz vor Yom Kippur, dem großen heiligen Versöhnungstag. Und was tun wir zu Beginn des Versöhnungstages? Kaum haben wir das Kol Nidre gesprochen, sagen wir, V'nislach l'chol adat b'nei Yisrael, möge es der ganzen jüdischen Gemeinschaft verziehen werden, sh'ne'emar v'yomer Hashem salachti k'dvarecha, denn so wie Gott gesprochen hat, es sei dir verziehen. Wie kommen wir dazu, zu Beginn des Yom Kippur bereits Gott zu sagen, bitte verzeih uns, du hast ja schon verziehen, salachti kidvarecha. Wir sollten noch zuerst mal Yom Kippur erleben, fasten, Tshuva tun, uns darauf einstellen, woher diese Frechheit gleich zu Beginn fast schon einzufordern, mögest du uns jetzt schon verzeihen. An Yom Kippur erstrahlt die Synagoge in weißer Farbe. Die Menschen sind weiß gekleidet, haben weiße Talitot an, weiße Kittel. Die Farbe weiß ist am Aron HaKodesh, am Heiligen Schrein zu erkennen. Warum ist alles weiß gefärbt? Weiß hat die Farbe der Versöhnung, der Sühne. So heißt es, Im yuchatayechem kashanim kashelek yalbinu. Wenn eure Sünden so rot sein sollten wie Purpur, dann sollen sie so weiß werden wie Schnee. Schon ein bisschen Winterstimmung erzeugend. Aber Weiß hat noch eine besondere Eigenschaft. Weiß ist eigentlich keine eigenständige Farbe. Sie ist die Zusammenführung von allen Farben zusammen. Die Farben des Spektrums des Regenbogens, wenn die durch ein Lichtprisma hindurchgeführt werden, dann ergibt sich von allen zusammen die Farbe Weiß. Und das ist, was auch an Yom Kippur geschieht. Wir versammeln uns alle zusammen von allen verschiedenen Bevölkerungsschichten und Ansichten und Lebensweisen, aber wir versammeln uns gemeinsam, so wie in der letzten Parasha gelesen, Atem nitzavim hayom kulchem, wir stehen alle gemeinsam vor Gott da, jeder mit seiner Farbe, jeder mit seinen Ansichten, aber gemeinsam und vereint. Und das führt uns zur Farbe, zur wunderbaren Farbe Weiß. Und wir sagen vor Gott, so wie wir gemeinsam vor dir stehen, wie Kinder vor ihren Eltern, vor ihrem himmlischen Vater, mögest du uns schon allein dafür verzeihen. Mögen wir das ganze Jahr über vereint sein in all unseren verschiedenen Ansichten, das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Möge es ein gutes Jahr in Versöhnung und Sühne für uns alle werden. Shana Tova, Gmar Chatima Tova.